Hey, hey, ich will dich angucken. Ich will dich angucken, okay. Du hast doch das. Du hast das Level gespoilert. Ich hab doch das Level nicht gespoilert. Wir wollten hier erst beim nächsten, ja, in dieser Folge hier hin, weil diese Folge ist diese Folge von Let's Play Portal 2 Co-op. Hallo, willkommen, liebes Publikum. Mit dem Captain aus der Conscious Corner. Hallo. Und mir dem Failout. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mit dem Intro machen soll, also. Verstehe. Guck dir das mal an. Ja. Oh Gott. Ich wollte hier nicht rein, ich wollte das Level nicht spoilern. Ah! Ist quasi der Hyperraum! Wow! Es wäre jetzt cool gewesen, so entgegengesetzt, einfach die ganze Zeit gedreht. Ja, alle Leute drehen durch. Du stehst doch schon! So gut. Ah, ja, komm. Auf in den letzten Abschnitt dieses Spiels. Da wären wir. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser die Test Menschenkammer. Hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Keine Sorge, die Sinnlosigkeit geht auch, wenn wir als Roboter das machen, nicht verloren. Ja, cool. Dann ist ja schon easy. So. Und du springer auf das Blaue und dann auf das Portal. Also auf das Ding, genau. Und dann guck mal von oben, da kannst du nämlich auch einen Knopf drücken. Splotch. Oh, da gibt's da Splotchka. Cool. Geh mal da. Ich bin blind, ich sehe nur noch blau. Oh. Da habe ich hier einen Knopf, aber den habe ich ja schon gedrückt. Das kennen wir ja schon. Komme ich von hier aus dann irgendwo genau hin? Wie hole ich denn diesen Dings runter? Macht der Knopf unten beide? Ich sage dir nicht, wie du ihn runterholen kannst. Entschuldigung. ja, der Knopf macht tatsächlich beide. Okay, naja, dann soll ich jetzt? Ja, genau. Mach okay. Du erstmal, genau. Ah! Nice. Genau, und dann fährst du da hoch und da hast du oben bestimmt einen Knopf und dann kann ich von da aus, ne? Oh, hier. Ach, ja, genau. Hallo. Irgendwas muss bei dir sein. Ausgang. Oder hier ist ein Mensch drauf. Wir gehen ja in die Menschenkammer. Gib mir bitte rot. Oder von... Ja, doch, rot wäre besser. Nee, ist egal. Hi. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Kamera. Das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Yes! Hast du gehört? Das beste Team! Das beste Team. Beste Team. Und wir sind die Besten. Nicht nur das einzige Team. Wir die allerbesten. Nein, das beste Team. Das beste Team. Asbest-Team. Wow! Oh. Wir sind Asbest-Team. Das. Am Kragen zieht too soon oder was war das? Ist ein bisschen problematisch, das Asbest-Team zu sein. Wundert ihr euch? Ja, immer. So aus, als ich bin der Asbest hier. Subjekte, andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Aber warum? Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Tun sie das? Alter, um okay, cool. Springen zu vermeiden. Was für eine Springform? Wenn du den Kreisknopf gedrückt hältst, springst du nicht auf den Sprungfeld. Ach so. Okay, gut. Du hast jetzt Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ich habe einen Knopf gedrückt. Mehr Möglichkeiten. Ist da jetzt gerade Weg aufgegangen oder so? Da hinten geht da so hinten? Ein Ding auf, ja. Ah, okay, ja, ich kann genau. Hier irgendwie so, dass man hier reinspringt und dann irgendwo rüber katapultiert wird oder so, ich verstehe. Da ist eine, da kannst du eine, was soll das, ne? Du hast ne, hinter dir jetzt eine Dingens, genau. Oh, hallo. Kannst du da? Das sieht irgendwie gelb ja, aus, ja, okay. Ja, ja, bestimmt geht das. Naja, aber gelb auf gelb, das geht. Genau, und dann machst du da irgendwie die Wand hin. Dann schickt einen das dahin, was irgendwie auch wenig Sinn ergibt. Ja, ich kann den hier so. Ist vielleicht kommst du. Das bringt einem aber auch nichts. Nee, da komme ich auch kann nicht ich wirklich nicht hin. Den so machen, kommst du hier? Nee, wie ist denn.
Ich sehe optisch nicht, wo hier diese Tür ist. Die ist hier, die kann ich eigentlich relativ... Nee, die ist viel weiter unten und viel weiter links. Aha. Von mir aus gesehen. Auch von mir oder dir aus gesehen ist, glaube ich, egal. Es passt auf jeden Fall nicht ganz. Es passt uns heute nicht. Genau, rufen Sie morgen nochmal an. Piep. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht irgendwie da in die... Kann man den irgendwie reversen, den Strahl? Nee, ich hab hier nur den Dann Knopf. Wäre das ja easy. Hi, ich bin erstmal hier. Kannst du auch rüberkommen, siehst du. Genau, dass man so... Müsste nicht, also... Da oben ist keine Portalierfläche. Da gegenüber ist auch keine Portalierfläche. Hier muss doch irgendwas, Entschuldigung, mit Geld passieren. Ja, gell? Oh, klar. Man kann ja... Nee, man kann da nicht durchschießen. Wie kommt man denn? Moment, ja genau. Dann gehe ich nochmal durch. Das Gel. Ich habe hier irgendwo eine Portalfläche, die ich noch nicht... Ist nicht unter dem Gel-Portal? Hier meinst du? Nee, wo das Gel rauskommt. Ja, das habe ich vorhin schon mal gemacht, um das Gel überhaupt dahin zu bringen. Na, aber kannst du nicht dann hier einen ranmachen, wo das... Hier. Nee, ach so, doch, ja, hier oben drüber, klar, ja. Doch, klar. Und dann kann man doch da erstmal das Plotschka rausholen. Ja, genau. Fliegt das nicht zu weit? Oh, das fliegt jetzt nach oben. So, ja, genau, dann nimmst du das Portal weg. Was uns das bringt, aber... Ey, du machst das Gelbe hier unten. Da links das Gelbe ran. Hier? Ja. Und dann splatterst du das jetzt da so durch, ne? Ach, das ist oben an die Wand geklatscht. Ah, wir waren zu langsam. Okay, ja, genau. Aber es bringt, dann machen wir ja nochmal. Egal, ne? Das müsste ja... Ah, ne, siehst du? Guck mal einer an. Ich muss auf jeden Fall erstmal alles wieder rückgängig machen. So, Gelb muss jetzt also hier hin erstmal. Genau. So, okay, und dann muss ich aber rechts. Der Rest passt ja. Naja, ich muss, ne, rechtzeitig, wenn das Zeug durchkommt. Ja. Dass das so rausgesplittert wird. Ja, gelb. Jetzt schon? Na, es kommt ja nicht bei dir unten raus. Das muss ja unten rangehen. Das kommt doch da oben raus. Ja. Ach so, das sehe ich nicht, weil ich nach unten geguckt habe. Ja, Fehler. Genau. Ja. Das war auch nicht böse gemeint oder so. So, das war jetzt einfach, kann man ja im Prinzip jetzt einfach... Das sollte schon passen eigentlich von der Menge her. Genau. Oder? Ja, genau. So. Nur dein Portal liegt vielleicht ein bisschen... Nein, alles gut. Ach so, und einer muss den Knopf drücken. Ja, das ergibt Sinn. Oh, der Knopf! Wir verschwenden niemandes Zeit. Wir verschwenden genauso viel Zeit, wie wir es beabsichtigen. Gandalf. Genau. Gandalf mit grauen Haaren. So, cool. Dann springe ich erstmal und dann auf der anderen Seite habe ich wahrscheinlich einen Knopf, um dich springen zu lassen oder so. Ja. Und was springt für mich raus? Da ist doch, guck dir den hier an. Hier ist eine Portalierfläche. Ja. Ach so, und dann... Und jetzt kann ich quasi... Ja, okay. Rüberspringen und dann... Weiß ich aber auch nicht ganz genau, was das bringen soll, weil jetzt wirst du ja einfach weggewebt. Ja, aber ich kann ja hier rauskommen. Ach so, da ist eine Treppe. Oh, und dann cool. Alles gut. Ja, dann passt ja. Hey, Glady, was geht? Gladys, was ab? Ja, ich sehe, dass du winkst. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests... Ich becher mich weg. Barkeeper, haut drauf, was in deinen Kästen steckt. Was in deinen Kästen steckt? Nee. In deinen Kisten. Kisten, okay. Oder sind es Fässer? Nee, was Kisten. In deinen Fässern steckt. Ja, doch, Fässer klingt vielleicht doch richtig. Ja. Lächerlich, ich becher mich weg, Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Ja. Du hüpfst. Ah. Da fehlt ein bisschen was, aber ja. Ja. Ich würde jetzt nicht über Sex gesagt. Oh, das hier! Hast du gerade Sex gesagt? Oder extrem ja. Tödlich, doch okay. Wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Remoulagefähigkeit. Ist wie Remoulade. Eigentlich wollte ich auch nicht Remoulage sagen, das ist kein Wort. Guck ich mal dahin. Remoulage. Okay. Wir wollen. Fromage. Da, okay. Wir gehen mal auf die Höhe. Wo ist denn die Höhe? Was muss ich springen oder wie?
Wir müssen ungefähr, also gehen wir weiter vor, genau. Dass wir ungefähr so da so sind. Also dann auf Knopfhöhe. Falsches Portal. Das war der falsche Hebel. Exakt. Deine Wissenschaft macht aus mir keinen Versager. So, cool. Ja genau, wir wollen eigentlich im Grunde da in die Mitte einfach nur laufen. So gegenüber vom Schalter einfach. Oder wir machen erstmal das. Ach so, wir können ja dingsen, ja. Ja, ja, jetzt einfach eigentlich direkt ja, das machen können. Ja, komm, lass uns zurückgehen. Ist doch egal, jetzt ist doch. Jetzt ist doch. So, ich drücke jetzt den Knopf. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Splotchka kommt. Bouncy! Jetzt haben wir Bouncy. Ba 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 da 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 da. Ja, war da, ja jetzt, Bouncy! Das war jetzt die... Das war die Hälfte. Ach so. Jetzt geht's hier weiter. Warte, warte, warte. Thank you for keeping our enrichment spheres aperture clean. Denn nur aperture clean ist das richtige clean. Also, wo splotchen wir hier hin? Na, ich kann nicht da durchlaufen. Ich schon. Ja, dann geh. Geh mit Gott, aber geh. Amma G, Amma G, Amma, Amma, Amma G. Achso, da kommt Splotchki. Okay, dann gebe ich dir dann nochmal Splotchki. Amma Geus, Amma Geus. Oh, oh, ich fahr am G. Und der fährt Amma G. Okay, aber wenn ich jetzt hier durchgehe... Dann ist meine Plattform weg, deswegen warte kurz. Ja, jetzt genau. Kannst du. Ja, dann stirbst du. Aber ich kann ja, ich kann ja... Jetzt ich kann kannst ja, du. Ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja... Kann ich ja, pass auf, ne? Wird na, jetzt, du müsstest. Naja, du müsstest aber auf die andere Plattform erst zurückkommen, sonst stirbst du. Okay, auf die hier. Die? Ja. Okay. Damit ich jetzt... Ah ja, genau. Den hier. Und... Jetzt habe ich aber hier keinen Sprungi. Naja. Das Splotchki war auf meiner. Ja, ja, pass auf, ich war ja auch gar nicht fertig. Okay. Du müsstest ja quasi... Oh, jetzt nimmst du das Ding weg und dann... Genau. Ja, nee, das wird nicht reichen. Nee, das reicht nicht, das hast du recht. Weil du hättest jetzt einfach den Weg, den ich gerade gegangen bin, auch gehen müssen mit um die Kreuzeck. Hätte ich gar nicht können. Wieso? Du kannst doch jetzt, wenn du da durchgehst, deine Portale... Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst und bin auch runtergefallen. Okay, nochmal, weil es so lustig war. Nee, das hätte doch alles gar nicht funktioniert. Wieso nicht? Weiter. Du musst weiter. Ja. Weil du mich ja schon dahin gepackt hast. Du hast mich ja schon quasi ans Ende mitgesetzt. Also ich war ja auf der Bahn, wo du gerade warst. Ja. Ach so. Nee, wie denn? Naja, weil du mir gelb hier gesetzt hast, ist automatisch ja dein rotes geblieben. Ach so. Also setze ich dir jetzt gelb da nochmal hin. Ja. Auf die... Deswegen, das Einzige, was mir gefehlt hat, war das Blaue. Aber warum sollte das... Also das blaue Zeug. Ich geb dir jetzt gelb dahin, ja? Nee, du gibst mir, also, du, ja, du nimmst erstmal, genau, du nimmst erstmal, nee, du nimmst erstmal die Brücke von hier? Ja, mach da gelb hin. Ja. Ja, und dann gibst du, genau, dann gibst du mir jetzt hier das. Und zwar rot, alles andere würde ja keinen Sinn haben. Okay. Ja. Und dann so. Ist es auch jetzt genau das, was ich gesagt habe. Jetzt musst du den Weg gehen, den ich davor gegangen bin. Indem du dir jetzt... Ja, aber dann könnte ich ja trotzdem nicht. Dann kann niemand mehr die Schalter drücken. Außer ich gehe jetzt hier runter und drück den Schalter. Ja eben, das ergibt alles noch nicht ganz so viel Sinn. Irgendwie ist das noch... Irgendwo ist da noch ein Fehler drin. Oder hier oben ist irgendwo eine scheiß Fläche, die ich... Ne, kann ich nicht. Hier ist nix. Nee, das ergibt auch keinen Sinn, was ich gerade gedacht habe. Ich musste halt irgendwie nochmal ans Splotchy rankommen, ohne dass... Also, ne, das... Also, das hier müsste noch da sein, aber ich müsste auch noch da quasi... Also, ich müsste da noch rankommen. Also, yeah. Also meine das hier muss bleiben. Genau, meine ursprüngliche Plattform hier darf nicht weggehen. Sollte eigentlich am besten nicht, nee, damit das hier halt noch weitergeht. Das Problem ist aber... Wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann... Ist halt die hier weg. Warum? Ja, weil wir eh zurücksetzen müssen. Wir müssen eh neues Splotchka machen, damit du durchkommst. Ja, aber dann... So bringt das ja trotzdem nichts.
Ja, aber... Was willst du denn sonst? Ja, das weiß ich halt noch nicht. Ich war ja noch am Überlegen, aber deswegen musst du ja nicht unseren gesamten Fortschritt zurücksetzen. Das war nicht zurückgesetzt. Wenn du jetzt hochspringst, ist doch alles wieder, wie es vorher war. Nur umgedreht. Ja, genau. Nur umgedreht. Naja... Im Reverse. Simpel. Simpel. Kommst du noch an den Schalter? Ja. Okay, easy, da haben wir's. Drück den Schalter. Und jetzt kommst du dahin. Ah ja, das ergibt natürlich Sinn. So rum nämlich. Einfach umgekehrt. Ich habe nämlich gerade eben erst die Fläche da oben gesehen. In dem Moment hat's Klick gemacht. Weil ich habe die ganze Zeit schon gesehen, dass unter dem blauen eine portalierbare Fläche ist. Doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Die Remontageeinheit? Den Reverse? Ich habe ihr nur halb zugehört. Ich habe gar nicht zugehört. Ja, kennt man ja. Ist ja jetzt nichts Neues. Den Reverse. So, mal sehen, was in diesem Level passiert. Eine Nummer 4. Hat euch hoffentlich mit Ketchup traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Nummer 4 ist Nummer 2x2. Glückwunsch das mit Ketchup. Zum Abschluss des Tests. Danke. Okay, jetzt haben wir da oben schon mal cooles Zeug. Oh, jetzt können wir wie so Ninjas von der Wand abprallen. Ja, genau das ist das. Das ist Portal Ninja Warriors. Wir haben da oben was. Ich weiß nicht, wir können da auch nochmal irgendwie lustig den machen. Ja, mach alles, klatsch alles. Ich glaube, das bringt aber nicht so viel, wenn wir da jetzt so... Den hier will ich auch noch. Glitschi, glatschi. Den will ich auch noch. Alle müssen. Ja, dann so und dann drücken wir auf den Knopf und dann haben wir hier auch noch mehr Plutschi-Platschi. Ja, guck's dir an, ja, ist alles zu klatsch. Ja, oh. Aber wie kommen wir da oben? Ah, guck mal, da oben ist auch nochmal. Und dann drück aufs Knöpfchen, Max. Dann macht das nochmal splitschi-splatschi-splitschi-splatschi. Aber das Problem ist, wir brauchen erstmal dort, um da oben ranzukommen. Reverse. Ach so, easy. Dann mache ich einfach den hier. Und spring von hier jetzt da oben ran. Das war irgendwie nicht so. Müsstest du nicht hier rausgeschossen kommen und dann so hin und her zickzacken? Ja, das hatte ich ja gerade versucht. Das ist genau das, was ich gerade gemacht habe. Aber dann... Tante Gladys! Man müsste doch, ja. Genau, das ist erstmal der Anfang. Danke. Okay. Genau, dann muss ich mit dem. Ich glaube, das reicht nicht. Na, das Problem ist hier. Genau, du setzt mir jetzt einmal da eins hin. Und dann auf die Schräge hinter dieser Wand dort. Hier eins? Ja. Und dann hinter der. Da ist eine Schräge. Da hinter der Wand. Unten. Links, 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 da, links! Hier, das? Ja! Naja, okay. Links, guckt rechts von sich, guckt geradezu. Der Pfeil hat meiner Ansicht nach rechts gezeigt. So. Oh. Ich habe ja nicht gesagt, folge dem Pfeil. Ich habe dir gesagt, gucke nach links. Ja. Ja, jetzt bin ich hier. Cool, danke. Bitte, hat mich gefreut. Ja, du kannst das auch machen. Du musst nur durch dein... Achso, nee, ich muss dich jetzt erstmal hierher holen, ne? Also, du musst jetzt quasi, ich muss jetzt erstmal dich, genau, danach hoch. Au! Und jetzt so gehst du in mein dunkelblaues. Da machst du auch den lustigen Glitschi, Glatschi, Glitschi, Glatschi, Glitschi, Glatschi. Da ist er. Jetzt halt mal Kreis gedrückt. Hi. Komm her. Was los? Du wirkst gerade irgendwie nicht begeistert. 3D-Spiele sind komisch. Warum? Sie haben so viele Dimensionen.
Das sind mehr als zwei. Das ja. überfordert mein Hirn. Aber nicht genug, um... vier zu sein. Oh, warte mal, hier ab vier mit, geht nee. Wieder. Okay, da hinten haben wir Glitchy Glatschy. Oh. Entschuldige. Oh. Ja, mach nochmal. Rot dahin. Cool. Dann... Glitchy Glatschy? Also das landet gar nicht auf dem blauen, auf dem roten. Bitte erstmal kurz nicht, ne? Ja, ist mir schon bewusst, sonst sterben wir. Neisenstein, ja, aber das bringt mir gerade nichts, hier zu sein. Beziehungsweise, kannst du das höher setzen? Nee, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Jetzt zieh mich hier ist noch so ein Ding da hinten. Oh, Entschuldigung. Hier oben sind noch so zwei. Ich darf nichts mit Kohlensäure trinken, sonst rülpst ich die ganze Zeit ins Mikrofon. Das ja, tut mir leid. Aber das macht ja nichts. Da oben ist noch wo da. Setz mal rot da oben spaßenshalber hin und dann gucken wir einfach mal. Okay, das wird nichts bringen. Nee. Ah, aber das ist ein anderes. Ja. Das da. Ja. Ah, tschüss. Rot da hinsetzen. Ja? Wenn ihr diese Strecke nee. Nicht abschließt, nee. Müssen diese Menschen sterben. Ach, kein rot da hinsetzen, aber das ist ja noch völlig absurd. Das ist ja völlig absurd. Wir müssen vielleicht da durch, Glitchy Glatschy, genau. Und dann, ja exakt. Wir müssen das Glotschka nach da kriegen, um unser Flirben zu machen. Flirben. Ich hatte als Kind auch ein Flirby. Oh. Guck ich mal, was ich von hier aus machen kann. Ja, das wäre herzallerliebst. So kennt man mich. Man nennt mich auch den Herbstallerliebsten. Außer im Frühjahr. Okay, das... Kann ich da durchschießen? Oh, ja. Das ist noch so eine Plattform. Mach mal Splötchkin. Bin ich der Splötchkin-Knopfmann? Ja, bin ich. Ja. Das ist Teamwork. Pass auf, jetzt kommt's. Teamwork makes the dream work. Das ist einfach an der... Das ist doch an dem vorbei, oder? Ist es das? Es sieht so aus, ja. Wow. Muss, okay. muss ich vielleicht hier rot hinmachen und dann. Ja. Doch. Exakt, ja. Aber was bringt uns das? Außer, dass du stirbst. Na, du standst doch auf der Plattform, oder? Ah, ja. Oh, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Dann ergibt das keinen Sinn. Da hast du vollkommen recht. Da muss ich vorher wieder zurück durchgehen, aber das bringt nichts. Dann haben wir beim Splotchy kein Portal. Ich bin der knarzende Typ. Ich bin eine knarzende Tür, wollte ich sagen. Ach so. Ich bin der knarzende Typ. Und ich knarze und ich farze und ich esse dein Karamell. Nicht ich gehe erstmal hier oben hin und das bringt nichts. Okay, cool. Ich dachte, ich kann auf der Schräge vielleicht stehen bleiben. Karamell. Ist kurz für Karamellody. So. Karamellody. Genau. Morning has broken. Darf ich mal auf die andere Seite? Kannst du gerne tun. Dann muss ich dir aber die Portale setzen. Das ist korrekt. Ich weiß, das ist sehr korrekt von mir. Okay. Ja, mal schauen, was hier so geht. Okay. Das Problem ist, du kommst halt von da aus nicht so an die Sachen, die uns was bringen. Wir müssen nämlich das Blotschgirl von dem hier aus senden. Von der Schräge aus oder von der Schräge aus. Da kommst du an beides nicht ran. Von dir aus. Du kannst halt da oben rankommen. Von deinen Portalen her. Genau, und unter das kannst du das setzen. Ich bin gesprungen und hab dann Portalen gesetzt. Springen muss man auch noch. Was ist denn, wenn ich jetzt hier den Ach so, du auf deiner Seite machst du das erstmal. Ja, natürlich, das ergibt viel mehr Sinn. Und dann... Ja, genau, und dann damit machst du erstmal auf der einen Seite. Die eine Wand wird erstmal voll gesplattert. Dann machst du die andere. Und dann springst du da hoch. Und dann guckst du, wo du da ankommst. Bei deinem Vaporisierungsfeld. Muss ich natürlich überlegen, von welcher Seite aus springe ich am rechts. Besten. Hier lang, ja. Funktioniert das so einfach mit Anlauf? Ja. Und okay. Irgendwie, also ich sehe diese blaue Farbe, ne? Und ich rieche die Chemie. Ja. Ich finde auch aus, es sieht irgendwie aus wie die Textur wie ein Schwamm. Ja. Aber das ist eine andere Sache. So, über den Schwamm reden wir nicht. Genau, und jetzt setzt du mir. Mit
nicht mal reden will. Du setzt mir ein Portal bitte auf die Schräge über dir? Welche von den beiden? Auf die Schräge. Naja, das kann man auch das schon als ist, die ist gerade schräge. Moment die, mal. Ist die gerade? Das ist ja eine doch, guck's dir an. Kerzen gerade. Kerzian. Auf die Schräge bitte. Ja, okay. Und dann unter das blaue Splotchka-Dings, weil das ist weggegangen, weil du durch ein Vaporisierungsfeld bist. Das blaue Splotchka-Dings. Links. Ja. Ah, nee, rechts. Okay, war richtig. Ah, okay. Wollte ich testen. Du hast bestanden. Da ist keine Plattform. Okay. Dann auf die Schräge. Diese hier. Ja. Splitsch, Blotsch, Traubenmotsch. Das Zeug, das fliegt herum. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast. Dann siehst du trotzdem, was ist im Nachhinein. Das kam einfach so raus. Hast du quasi einen Rülpser? Nein. Ja, ich wollte einfach so ein Glubbel-Grubbel-Geräusch machen. Aber ich habe dann einen Namen von einer historischen Person gesagt, die nicht unbedingt so gut ist. So, was will ich... Hast du oben noch einen Knopf oder irgendwas, um dir eine Plattform zu geben? Ich habe hier nichts. Ich habe eine Kamera, aber mehr kann ich dir nicht bieten. Kannst du nicht irgendwie... Ich muss ja von irgendwas abbouncen. Ja. Sonst bringt mir das ja nichts. Ich kann von hier aus halt hier gegen die Wand... Aber das bringt mir ja nichts. Nee. Aber kannst du nicht hier irgendwie die Plattform so setzen? Nee, ne, das reicht wahrscheinlich nicht. Doch, kannst du. Plattform. Nein, du kannst dir doch auf die Plattform, auf der du gerade stehst, die kannst du doch auf irgendeine von diesen anderen lustigen Plattformen. Ja, das bringt aber nichts. Ja, das dachte ich mir, aber vielleicht ist ja trotzdem eine. Das habe ich ja am Anfang doch gemacht. Da und da. Ja, aber und da hatten wir noch. Ja, weiß ich nicht, was ist denn mit. Das ist gar nichts. Ach, Ja, nee, hast schon recht. Da und du machst jetzt Blotschka von hier dieser so. Schräge. Ja. Ah, welcher war denn der von denen? Ist ja auch egal, der müsste aber richtig gewesen sein. Sie wollen fliehen, doch keiner kann sich dem entziehen. Bravo, Traube, das ist schön, das wollen wir jetzt spielen. Hey! Enzym. Ah! Fuck! Okay. Ich habe nicht einmal Enzym gesagt. Aber warum nicht? Weil das gerade nicht relevant ist. Aber ich weiß nicht, das Blaue könnten schon Enzyme sein. Weil er hat kein Enzym. Bravo, ja. Traube, das ist schön. Das wollen wir jetzt spielen. Hey! So. Aber jetzt fehlt nicht die andere? Nee, die ist noch nee. Splotch, ne? Ja, okay. Ja, genau. Das geht ja nicht weg. Das geht ja nicht weg. Das ist, Why? Das ist okay, vielleicht muss ich das unten gar nicht benutzen, das Stück Splotch, was da ist. Einfach gegenspringen, sagst du? Ja. Ja. Einfach mit dem Kopf gegen den Dots. So heißt es in alten Sagen. Ja, das hab schon ich gesagt. Und wenn ich das sage, ist das eine alte Sage von mir. Ja, die sieht gesünder aus. Ja. Bin gleich da! Hui! Gut, okay. Oh, ich stehe schon wieder im Abgrund hier. Ich wollte eigentlich so eine Umarmung machen und dich dann von der Kante wegziehen. Ja, nee. Nee. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Stimmt. Keine Sorge, sollten Sie jemals... Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass man auf den Abo-Button haut. Ja, ich hab die schönsten Kommentare der Stadt gelesen, weil ihr sie unten hingeschrieben habt. Oh, schlecht. Als ob ich noch nie Texte umgedichtet habe. Wenn euch Anna Ruhm für die Rettung hier zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Wow, wie beim Bowling. Was, ich habe hier eine Bande geschaffen? Ja, wir sind eine Gang. Vom Bowling-Gang. Achtung. Sind wir die Strikes? Oder sind wir die Spares? Oh, wir sind die Strikes. Was sollen wir die Strikes in Warspeed? Captain Strikes? Jesus Christ. Ja, eben. Und dann speeden wir da durch und dann wuhu! Und das ist das dann, das ist die Lösung des Problems. Das ist Exit, ja. Speed!
Aber wir müssen irgendwie den Knopf noch drücken und gedrückt halten. Ich gehe schon mal. Ja, cool. Tschüss. Jetzt hat sich der Exit hat ihn gegessen. Was macht denn das hier? Oh, Kubus! Okay, kommst du nochmal zurück? Oh, aber ich bin schon die ganze Treppe runtergelaufen. Na gut. Ich bin schon die ganze Treppe runtergelaufen. Och, Mann, oh. Okay, hier bin ich nun. Stopp, stopp, stopp. Da ja, bin cool. Ich. Dann geh mal an den Startknopf, also da wieder an den Start zurück, da, bevor ja. man da anrennt und so. Lieber Start. Ja. Ich gebe dir jeden Monat Geld. Und ich muss dann was im richtigen das? Moment, wenn das Kisten ja, genau. kommt, springen. Ja, genau, ich gebe den Timer. Ja. Und dann rennst du los. Ab wo? Na, ab los. Ja, ich dachte eher, ab welchem. Weil, ne? Ja. Von welchem Abstand aus. Naja, ich hätte jetzt gesagt, eigentlich von da, wo du lang losgelaufen bist, aber vielleicht auch direkt, wo das Gel anfängt. Damit du einfach instant so. Na, ich würde schon gerade sein, ja. Man kann sich ducken. Geh einen Schritt zurück, ja. Mit womit? Mit Kreis gedrückt halten. Oh. Nochmal einen Schritt zurück? Tauke wäre mir lieber. Noch ein Stück? Quasi so jetzt. Ja, genau. Okay. So, dann gebe ich dir nochmal einen Tümer. Du bist schon zu früh losgerannt. Ja, ich dachte... Nein, auf los! Auf er macht 3, 2, 1, los! Das sind diese uneffektiven Timer. Warum? Ja... 1, los! Hat nicht ganz geklappt, aber dein Timing war besser. Danke, Coach. Ich werde an mir arbeiten. Und ich esse auch nicht mehr so viele Müsli-Riegel. Das nächste Mal esse ich wieder Snickers. 2, 1, los. Yes. Ich habe jetzt diesen Kubus. Mit diesem Kubus beschwere ich diesen Button. Ja, genau. Problem gelöst. Und dann können wir nämlich beide hier hinlaufen. Ja, Mann, richtig geil. Guck dir die Treppe an, wie abge... Nein. Wieso? Oh, hat doch geklappt. Ja, wenn ich das jetzt mache, sterbe ich. Na gut. Aber du hast das Treppenerlebnis nicht gehabt, ne? Das möchte ich dir nur mitteilen. Ja, ist ja nicht das Problem. Da hatte ich dieses Treppenerlebnis vielleicht diesmal nicht. Nein, das stimmt. Eine Kamera? Nee, okay. Kamera. In der Mitte des Levels. Ja, sein könnte. Oh, das ist lustig. Ja? Ja. Wie lustig. Sehr lustig. Oh. Also so lustig, dass wir dafür sogar eine ganze neue Folge anfangen können. Oh. Weil da werde ich dich jetzt nicht direkt alles durchcoachen. Das würde ich gerne sehen, wie du das herausfindest in der nächsten Folge von Let's Play Portal 2 Koop. Oh, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ich hasse Eigenverantwortung. Tschüss.